Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit Road to Knife Unboxing, Episode 10. Schon die 10. Das heißt, heute kommen wir auf die 100 Kisten. Ich habe hier jetzt mal wieder die Spectrum-Kiste ausgewählt, weil das Video nehme ich jetzt auf, bevor das Episode 9 online kommt und so. Da oben ist der Kamera. Ja, und ja, ihr wisst Bescheid. Ich weiß halt jetzt nicht, was ihr mir in die Kommentare schreiben werdet, beziehungsweise was... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah ja, ich habe vorhin eine gedroppt bekommen. Lol. Was soll ich sagen? Ja genau, die Nummer 9, also Episode 9 ist ja noch nicht online, deswegen weiß ich nicht, was ihr euch für Kisten wünschen würdet. Deswegen mache ich einfach jetzt die Spectrum-Kisten auf. Leute, 10 Stück sind es wieder, erstes Skin ist Blue. Ist, ja, okay. Aber, nee, ich will jetzt eigentlich mal Knife, jetzt, es ist Episode 10, jetzt wird es dann wirklich Zeit für Knife. Man sieht das jetzt mal durchrechnet, 10 Kisten pro Episode. Oh, Episode, ja. Und jetzt haben wir Episode 10. Das wären 100 Kisten. Das wären 100 Schlüssel. Kosten momentan 2,25 €. Rechnet mal 2,25 € mal 100. Und das Geld hätte man sich dann theoretisch schon ein nices Knife gönnen können. So, das habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was das eigentlich für das Kind kam. Von so viel reden, aber okay, das ist mal die erste... Purple Skin, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich vorhin gezogen habe. Yep, First Purple. So, das waren schon die 4 Kisten. Warte, wie schnell geht das jetzt gerade? So, ich muss hier mal, ich muss hier was machen. Also, ich reib mal einfach das Knife. Ich probiere dann später noch eine Blind, also Blind Edition, beziehungsweise Blind Unboxing. Vorhin als ich mir die Kiste, für die Kisten war das kein Problem, bei den Schlüsseln war auf einmal der Steam Markdown, ne? Ich kaufe mir die Kisten, alles easy, will mir die Schlüsseln kaufen und auf einmal, nee, Kasse momentan nicht verfügbar. Hat mich übelst aufgeregt. Wieder hier eine Viertelstunde verschissen, sage ich mal, bis ich aufnehmen konnte. Und ich hoffe, dass wir das einfach... nicht so übelst geht's, dass ich jetzt nur blau und purple ziehe. Ich will jetzt was krasses. Es ist Zeit für etwas krasses, Jungs. Und ich hoffe, das geschieht in diesem Video. Weil... Nee. Ich glaube, ich werde dann sowieso noch welche offscreen aufhebeln, weil ich überhaupt, also gerade mega Bock habe auf Kisten aufhebeln. Von dem hier muss da dann auch was krasses kommen. Das letzte Mal, als ich offscreen bei Kiste aufgebildet habe, habe ich dann eine Platzbord gezogen. Aber da habe ich ein Video, also ja, ein Video dazu gemacht. Beziehungsweise ich habe halt offscreen nebenbei noch aufgenommen. Falls ich was Nices ziehe, dass das halt... Hey, was ist das? Ich weiß nicht, vorletzte, oder? Ja, safe. Ine mine mu und raus bist du. Nee, klar, dass es die rechte ist. So, letzte mache ich Blind Edition. Für die, die es nicht wissen, ich halte jetzt einfach die Augen zu und höre auf den Klang der Kiste. Drei, zwei, eins, los. Und da muss jetzt was kommen. Also muss, es wird. Ich hoffe, ich will, ich mag es. Nee, das ist Bullshit. Jungs, das ist Bullshit, oder? Da bin ich gleich wieder toxic. Okay. Gut, ich glaube, das war jetzt mit Abstand die schlechteste Episode. Bin mir jetzt nicht genau sicher, aber ich hatte schon mal eine mit, wo ich auch eine Blue Purple geunboxt habe. Aber ich glaube, da hatte ich mehr Purple Skins. Ja. Das heißt, das Format läuft noch weiter. Oh mein Gott. Ja, egal. Auf jeden Fall. War es das dann auch wieder mit dem Video. Also für diese Woche. Ja. Einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Hilft mir auch sehr viel weiter. Kommentare ebenfalls. Wie gesagt, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, welche Kisten ich aufheben soll. Und
Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, weil... Ja, ich weiß, ich bin ein nicer Boy. Hm? Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.